böses Rezept. Muss ich denn irgendwie noch ein gutes Rezept finden? Und wenn ja, wie? Und wo? Helf mir doch. Vielleicht das Verbrennen. Das böse Rezept. Das habe ich mir dabei nur gedacht. Ja, ne? Kann ich vielleicht die Leiche weg sauber machen? Zerstü. Mit Zerstü. Okay. Okay, da kann ich nicht aus dem Fenster schauen. Ach, wir können etwas schreiben. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Kommt so ein bisschen Lounge-Musik. Ah, das ist ein bisschen schön. Ach was, guck mal. Hä? Warte mal, ist das die große Ameise aus dem Wald? Wer könnte es sein? Ich bin etwas jünger. Jans. Ich glaube, den Namen habe ich schon einmal gehört. The Blueberry Tree, Volume 1 und 2. Antonio the Greatest, Luciano, Iron Queen of Meat. Cool. Aber irgendwas damit machen kann ich nicht. Hm. Streichholzschachtel mit vielen Streichhölzern. Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hier auch kein Hilfe-Ding, ne? Das bei The Inner World gab es ja dieses Hilfeteil und das gibt's ja nicht. Ah, siehst du, da kommen wir nämlich nicht rüber. Kann ich da Streichhölzer drauf werfen? Das funktioniert bestimmt. Hey! Kann ich nicht tun? Okay. Ich könnte ja mal... Ach, ich möchte meine kleine Handtasche nicht verbrennen. Ich dachte schon... Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Okay, da komme ich nicht rüber. Wie zum... Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Oh, kann ich den Besen da? Das funktioniert doch niemals. Okay, nein, das hat nicht funktioniert. Mitnehmen. So kann dich jeder sehen. Ja, schon, ne? Kann ich das vielleicht irgendwie? Das gibt's doch nicht. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich habe auch noch diesen komischen Stift, ne? Jetzt auch schwierig, nachdem ich jetzt ewig nicht gespielt habe und dann komme ich zurück und weiß natürlich sofort alles. Was ist das eigentlich? Ich dachte, können wir das nicht aufheben? Nee, können wir nicht, ne? Können wir nicht. Hm. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Hm. Schon klar, ne?
hast du ja schon kennengelernt. Nichts in diesem Haus gehört, den nimmst du auch einfach mit, ist doch wurscht. Also, Kinder, nie klauen, ne? Aber wenn ihr von zwei bösen Mädchen bedroht werdet, die euch umbringen wollen und eure Katze, dann ist das schon irgendwie in Ordnung. Kann ich Wasser da reintun? Ach, ist da Asche drin? Eine Blumenvase mit Asche drin. Herz eines Frosches, den Kopf einer Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze, ein Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. Okay, ich habe zumindest... wie sieht es denn hier aus? Warum ist dieser Teil in Schwarz und Weiß gemalt? Ja, das würde mich auch interessieren, ist mir nicht aufgefallen vorher. Kann ich... Ach, schau an. Das hat super geklappt. Sehr gut gemacht, Fran. Sehr gut gemacht, Fran. Eine Kätzchen und die anderen da drüben. Okay, packen wir es an. Ich werde mein Kätzchen wiederfinden. Wir haben doch die Katze schon gefunden. Okay, das kann ich alles nicht mitnehmen. Schönes Feuer, die Kerzen brennen. Ich hoffe, das klappt. Es sollte klappen. Sie sind böse. Backpulver macht weichen Teig schöner und größer. Ich weiß trotzdem nicht, was ich tun soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben jetzt zumindest einen Teil schon erledigt, ne? Aber ich muss ja sagen, ich mag die Musik total. Die entspannt mich. Dann muss ich den Frosch damit ermorden, aber das funktioniert irgendwie nicht. Was für so ist die? Hä? Mondlicht auf dem Wasser, du bist so wunderschön und ruhig. Ich habe immer das Gefühl, dass der Mond mir folgt. Ob das Mondlicht nahe so wirkt wie das Sonnenlicht? Das bezweifle ich, liebe Fran. Mitten auf einer Insel, das hatten wir schon. Rosa Rosen. Au, ich habe hier am Finger gepupst. Böse Rosen. Okay. Hä? Nutzen. Wenn ich das der Kröte zeige? Das ist genau dasselbe. Wer hat er das gesagt? Okay, das... Toll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Rezept wollten wir ihr schon geben, ne? Zweifel brauchen die Wahrheit auf Papier. Welche Wahrheit? Ich muss mir irgendwas selber ausdenken, glaube ich, ne? Oh, guck mal, die Augen habe ich noch gar nicht bemerkt. Ich muss mir irgendwas selber ausdenken, was ich da drauf schreiben könnte. Aber keine Ahnung was. Die Frage ist ja auch, wenn wir es jetzt falsch machen. Also, ob können wir es überhaupt so falsch machen? Und was passiert dann? Was machen die mit uns, wenn wir es falsch machen? Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür die Pinzette ist. Ich habe keine Ahnung, für was irgendwas ist, aber... Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Beide sind gute Begleiter von Hexen.
Ja, Fran. In den Büchern kann ich nicht lesen, oder? Nee. Gehen wir mal nochmal nach oben. Schublade ist leer. Kann ich damit die Babys trennen? Ne. Oh, gut, ich dachte gerade schon. Da 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 da. Kann ich damit der Katze Blut abzapfen? Hoffentlich nicht. Jetzt kann ich hier rumlaufen. Okay, müssen wir Licht machen? Hallo? Nee. Nimm ihn mit. Okay. Ganz viel Kleinkram. Immer wenn es hier hinter mir knackt, muss ich gucken, ob jemand draußen vor dem Fenster steht. Nur ein Hut. Nur ein Hut. Oh, schauen wir mal, die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Ja, Schwestern können alt werden. Aber wenn es die Schwestern sind, dann natürlich nicht. Der Puppe den Kopf abschneiden oder so? Okay. Okay. Vielleicht glauben sie ja, dass es Katzenhaare negativ. Okay. Ich kann also auch nichts abschneiden vom Besen oder so. Kann ich. Ist da irgendwas drin? Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das haben wir schon probiert. Mr. Midnight haben wir auch schon geredet. Was ist denn drüben los? Aber drüben ist auch nichts anderes mehr. Kann ich dem Baby bitte sein? Nein. Kann ich dem Baby vielleicht das von der Wand holen oder so? Nein, auch nicht. Ah, ist doch kacke. Nee, das hat man schon probiert. Was ist mit dem Samen? Kann ich den aufmachen? Halt. Kombinieren. Okay. Ich bin nicht clever genug, eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Okay. Oh. Das ist leicht frustrierend. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Steck die Pillen wieder weg. Pfeffer immer gut, um die Suppe zu würzen. Da können wir nichts mehr. Oh, Salz kriegen wir auch. Ne? Salz, eine sehr gute Zutat. Und da kriegen wir nichts mehr. Was ist mit der Pflanze? Können wir die noch? Da im Regal hatten wir ja nichts mehr. Die Rose können wir nicht mitnehmen. Hallo? Den Kessel brauchen wir natürlich noch. Den behalte ich in meinem... War das gerade ein Hinweis? Oder einfach, weil das neu ist? Okay. Unten ist nichts mehr. Und da auch nicht. Okay. Müssen wir jetzt raus und da Wasser holen, oder? Oder da. Ernsthaft. Mach den Wasser wieder zu, dieses Wasserverschwendung. Jetzt müssen wir erst den Herd anmachen. Fump. Oh. Schon klar. Dann den Kessel draufstellen. Das ist schön. Dann brauchen wir da Salz drin. Ich muss ein Rezept finden. Oh, ist dein Ernst, Friend. Friend. Ich dachte, wir können ihr vielleicht Haare abschneiden. Weil sie ja Kätzchen genannt wurde. Hoffentlich schreien sie nicht. Muss ich vielleicht den in die Suppe tun? Mondlichtsamen. Kann ich den hier irgendwie... Nee, oder? Eine Blume. Das ist eine wirklich schöne blaue Rose. Wenn ich das gerade nicht gelesen hätte, hätten wir noch 8 Stunden an diesem Rätsel gesessen. Untersuchen. Eine magische blaue Rose. Sie wuchs auf dem Wasser. Okay. Was bringt mir das? Können wir dir vielleicht, weiß nicht, was ich damit tun soll. Das Rezept hatten wir schon versucht. Dann lassen wir es bleiben. Nee. Nee. Nein, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Müssen wir die Rose da rein tun? Ich weiß nicht, ob das in einer Suppe gehört. Ich muss ein Rezept finden. Okay. Also suchen wir zuerst ein Rezept. Aber da kann ich das, die Rose ja auch nicht einfügen, ne? Das ist ja Schwachsinn. Das sollte uns, glaube ich, nur sagen,
dass blaue Rosen im Mondlicht wachsen oder so. Der Frau die blaue Rose geben. Das klappt.